weitere Sendung von Noch ein Kaffee von Metin Hakverdi und mir, Dorothy Martin. Wir besprechen jede Woche ja die Themen, die uns als Bundestagsabgeordnete aus dem Hamburger Süden und aus dem Hamburger Norden bewegen, also seien es Berliner Themen oder seien es Hamburger Themen oder eben auch Themen in unseren Wahlkreisen. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was im wahrsten Sinn des Wortes sehr viele von euch und uns bewegt, und zwar auf jeder Ebene. Und zwar geht es um das Thema Sport, nicht um Spitzensport, vielleicht ein bisschen um Fußball am Schluss, aber vor allem geht es um den Breitensport und um die ganz vielen Vereine, die wir in Hamburg haben, um die ganz vielen Menschen, die sich dort ehrenamtlich engagieren und natürlich auch diejenigen, die Sport treiben. Und es kann keinen besseren geben als unseren Sportstaatsrat Christoph Holstein, der heute Morgen für uns und für euch da ist und all eure Fragen beantwortet. Moin Christoph, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Moin. Christoph, das Ganze heißt ja noch ein Kaffee, ne? Und daher traditionell schon immer, wir zeigen uns unsere Kaffeetassen, mit denen wir gerade so unterwegs sind. Und sag mal, der wievielte Kaffee ist es bei dir? Also ich habe hier heute meine Bundestagstasse mitgebracht. Seht ihr vielleicht den Reichstag? Und habe meinen zweiten Kaffee immerhin heute Morgen. So, jetzt bist du übrigens dran. Das ist übrigens die Pfandtasse. Das ist die Pfandtasse, genau. 10 € zahlt man dafür als Pfand, aber man darf sie auch mit nach Hamburg nehmen. Also für mich ist es der vierte, glaube ich jetzt, beziehungsweise die vierte Tasse. Ich habe in meinem familiären Archiv ein bisschen umgesucht und habe die hier gefunden. Ich hoffe, man sieht das. Ja, man kann es aber erkennen. Das ist irgendwie, glaube ich, aus 2003, 2004, diese Sportstadt Hamburg-Tasse, die damals, also wo der Begriff Sportstadt damals in Anführungsstrichen entwickelt oder erfunden oder etabliert worden ist. Und das ist eine vereinsunabhängige und so weiter Tasse. Das heißt, ich mache mir keine Schwierigkeiten, St. Pauli, HSV oder wer auch immer. Das heißt, es ist die große, umfassende Sportstadt Hamburg-Tasse. Das ist aber die Olympia-Flagge, oder? Die Olympia-Flamme ist da drauf, oder? Es ist damals so gewesen, dass wir das alte Logo, dass wir das alte Sportstadt-Logo für die, in einer etwas abgewandelten Form für die Olympia-Bewerbung 2015 quasi eingesetzt haben. Ja. So, Mädchen, jetzt bist du dran. Was für eine Tasse hast du heute Morgen? Ich habe meinen dritten Kaffee oder vier, ich zähle nicht, keine Ahnung. Ich habe noch genug in der Kanne, das ist die einzig wichtige Nachricht. So, ich habe ganz was Feines. Golden State Warriors. Oh, sehr cool. Ja. Sehr cool. Finalserie 2017. Okay. Da kann ich jetzt sagen, im Stadion gekauft, muss man ja dazu sagen. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Christoph, wir haben das gestern Abend ja überall auf unsere Social Media Kanäle angekündigt und wir haben sehr, sehr viele Fragen, Kommentare, na gut, auch ein bisschen Frust quasi abbekommen. Das wirst du in deinen täglichen Diskussionen auch wissen. Und also auch die Aufforderung an euch, die ihr schon zuschaut, stellt uns gerne alle eure Themen und Fragen in die Facebook-Kommentare. Wir greifen die nach und nach auf. Es soll natürlich heute darum gehen, wie geht es den Sportvereinen jetzt in dieser Corona-Zeit, die wir jetzt schon über ein Jahr haben. Was hat Hamburg gemacht? Was ist weiter geplant? Und vor allem, welche Perspektiven gibt es? Wir sind jetzt, glaube ich, in der Situation, wo man sagen muss, wir reden jetzt eigentlich darüber, gehen wir nochmal in einen kompletteren Lockdown, also noch mehr als das wir jetzt haben, auch bundesweit. Ihr habt die Diskussion mitbekommen. Daher würde ich gerne nochmal so zum Einstieg, weil ich glaube, das ist auch nochmal gut, wenn man es sagt, von dir wissen, welche Corona-Regelungen gibt es im Moment in Hamburg? Was gilt für die Sportvereine? Was dürfen sie und was dürfen sie nicht? Gut, muss man wahrscheinlich eher sagen, was dürfen sie? Was ist erlaubt im Moment an Breitensport? Also wir haben die Möglichkeiten notgedrungen vor wenigen Wochen nochmal wieder zurückfahren müssen. Das heißt, momentan ist, was den Sport betrifft, der Sport individuell möglich. Das heißt, ich kann alleine joggen gehen, ich kann mit einem Zweiten aus einem anderen Haushalt joggen gehen, ich kann mit dem aus meiner Familie, aus meinem familiären Zusammenhang Sport treiben. Was den klassischen Vereinssport angeht, ist das sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Da haben wir eine Regelung zum Glück halten können über die letzte Verschärfung, dass nämlich Kinder bis 14 Jahren in Gruppen bis zu 10, also nur die Youngster als solche, zuzüglich Trainern, Betreuern, Betreuerinnen,
dass die unter freiem Himmel Sport treiben dürfen. Und da ist es auch so, dass es nicht so ist, pro Sportplatz in Anführungsstrichen nur eine Zehnergruppe plus Betreuung, sondern wenn es hinzukriegen ist, dass diese einzelnen Zehnergruppen räumlich voneinander getrennt werden können, auf einem normalen Sportplatz auch, was weiß ich, vier Gruppen aktiv sind, da geht es dann sehr, sehr darum, wie flexibel die Vereine machen können, aber die Möglichkeit ist ebenfalls gegeben, dass insbesondere für Kinder, was uns wichtig war, weil wir glauben, dass da ein ganz, da die größte Herausforderung ist. Vor dem Hintergrund waren wir froh, dass wir das halten konnten. Das galt zunächst für Gruppen bis 20, aber im Rahmen der letzten Verschärfung haben wir gesagt, bevor wir komplett darauf verzichten, beißen wir in den sauren Apfel und sagen, wir reduzieren diese Gruppen auf 10 und das ist auch das, was jetzt bis auf weiteres gilt. Jetzt habt ihr ja so ein bisschen so ein Hashtag oder eine Parole entwickelt, also durchhalten. Hamburg oder mit den zwei Hs dann bei den Durchhalten. Und ich habe gelesen, ihr seid durchaus auch, das war eine Meldung jetzt von letzter Woche, ihr seid dabei, auch mögliche Öffnungsperspektiven mit ein paar Modellprojekten zu versuchen. Kannst du darüber was sagen? Weil das ist natürlich, und also jeder von uns Mädchen und ich, wir sind im engen Austausch mit unseren Sportvereinen und ich muss sagen, die geben sich richtig viel Mühe, ne? Die achten auf Hygienekonzepte. Viele haben sich auch für viel Geld von Lüftern angeschafft, diese ganzen Plexiglas-Dinger. Und die Diskussion kennst du auch, die führt man mit vielen verschiedenen Multiplikatoren, sag ich mal, dass sie sagen, Mensch, bei uns können wir quasi garantieren, dass es keine Ansteckgefahr gibt. Gleichwohl sind wir aber in der Situation, dass wir auch, sagt ja auch unser Bürgermeister, sagen, dass einfach jeder Kontakt so gut wie möglich irgendwie dann doch vermieden werden soll. Also was ist jetzt, wenn wir in der Situation sind, Zahlen gehen runter, Impfungen gehen hoch, wie wir dieses Wochenende ja auch sehen, was kann eine Perspektive dann für die Sportvereine sein? Ja, wie könnt ihr unterstützen? Ich finde, wir sollten hier ganz offen und so ungeschützt und ungeschminkt miteinander reden, zum Thema Modellprojekte. Zum Thema Modellprojekte, also nur eine kurze Vorbemerkung, wenn sich bei uns jemand um Teilnahme an so einem Modellprojekt bewirbt und sagt, ich kann garantieren das, dann verschlechtert derjenige damit seine Chancen. Wir können halt leider momentan relativ wenig garantieren. Aber was richtig ist, sind mehrere Sachen. Erstens, die Vereine haben sich sehr früh, sehr intensiv und sehr qualifiziert mit diesem Thema beschäftigt, was man tun kann, welche Optionen es gibt, Sportbetrieb wieder zuzulassen. Und vor dem Hintergrund hat unser Sportsenator Andi Grote vor gut zwei Wochen im Sportausschuss öffentlich gesagt, also wir beschäftigen uns mit dem Thema Modellprojekte und wir arbeiten gerade mit dem Hamburger Sportbund, mit einzelnen Vereinen, die sich schon gemeldet haben. Wir arbeiten quasi Rahmen, wie sowas aussehen könnte. Das wird also dann einzelne Segmente geben, wo man sagen kann, unter folgenden Umständen, beispielsweise, das ist natürlich nur ein Beispiel, Testung vor der Tür, Registrierung der Leute, die rein und ausgehen, Sport unter freiem Himmel beispielsweise, vor dem Hintergrund wäre das dann wirklich, dass wir irgendwann in eine Situation kommen, dass Sicherheitsvorkehrungen oder Maßnahmen, die getroffen worden sind so groß, dass wir in einem überschaubaren Rahmen wieder erste Schritte zurück in den Sport bringen können. Das ist eine Sache, die jetzt gerade entwickelt wird. Wir haben, wie gesagt, einzelne Vereine, die Interesse bekundet haben. Wir werden nicht totgeschmissen mit entsprechenden Angeboten oder mit entsprechenden Bitten, was auch darauf hindeutet, dass viele eben wissen, dass das schon ein sehr anspruchsvolles Thema ist. Und auf der anderen Seite entspricht das unserem generellen Wunsch, dass wir gesagt haben, natürlich müssen wir alles tun, die Pandemie also zumindest wieder so weit zurückzudrücken, wie wir sie im letzten Sommer hatten, wo die Inzidenzzahlen ja weit unter den 100 waren, die wir jetzt momentan anstreben. Da ging es eher in Richtung 50 als in Richtung 100. Und trotzdem müssen wir gleichzeitig eben gucken, was möglich ist, weil wir nur alle kein Interesse daran haben, dass Vereine wirtschaftlich in Schieflage geraten, dass kleine Unternehmen pleite gehen, dass die Kultur noch mehr Schwierigkeiten hat, als sie ohnehin hat. Deshalb gibt es übergreifend, ressortübergreifend jetzt Überlegungen, wie solche Modellprojekte aussehen sollen, die für einen Verein beispielsweise heißen könnten, dass eine einzelne Sparte, das Fitnessstudio, das Schwimmbad oder einzelne Teamsportarten wieder möglich sein werden. Du hast mir eben mein Stichwort gegeben, wozu ich nämlich gestern auch eine Frage bekommen habe, nämlich zu dem ganzen Bereich Fitnessstudios. Also es war so ein bisschen eine Frage, ein bisschen Frust, dass
der Eindruck ist, dass das Thema Fitnessstudio einfach nicht so beachtet wird, auch eben verbunden mit dem Hinweis, wir haben Hygienekonzepte, warum dürfen wir denn nicht? Kannst du da noch sagen, wie ihr gerade mit Fitnessstudio-Betreibern im Gespräch seid? Oder ist das analog komplett dann zu den Sportvereinen zu sehen? Das ist eigentlich analog zu sehen. Also die Fitnessstudio-Betreiber, die machen ja, was das Business angeht, nichts anderes als der Sportverein, der ein Fitnessstudio betreibt. Das Problem bei den Fitnessstudio-Betreibern, das mag das Hauptproblem sein, ist, dass das Fitnessstudio eher als eine Dienstleistung angesehen wird. Ich zahle einen Beitrag und gehe dahin. Und wenn die Leistung nicht gebracht werden kann, dann fällt es mir als normaler Kunde einfach leichter zu sagen, ich trete da jetzt aus, ich zahle nicht mehr, ich bin weg vom Fenster. Und in den Vereinen ist es so, dass sie zumindest den Vorteil den kommerziellen Anbietern gegenüber haben, dass sie eine, in Hamburg jedenfalls, eine relativ hohe Bindungswirkung haben. Das heißt, Leute überlegen sich dann schon relativ lang, soll ich jetzt quasi meinem Verein den Rücken zuwenden? Das ist ein kleiner Vorteil in all diesem Elend, was wir momentan haben, was die Vereine haben, eben diese etwas höhere Bindungswirkung. Und auf der anderen Seite, im Fitnessstudio epidemiologisch betrachtet, ist die problematische Situation da. Normalerweise Indoor, normalerweise eine Sportausübung, die mit einer hohen Atemfrequenz zu tun hat. Und da wird es dann epidemiologisch natürlich schwierig, wenn ich jogge. Außerhalb meiner Wohnung, was ich ja normalerweise mache, dann bin ich an der frischen Luft, dann kann ich Abstand halten, dann kann ich, wenn mir drei Leute entgegenkommen, überlegen, ob ich rechts oder links vorbeigehe. Das Fitnessstudio ist fest stationär und das ist die große Herausforderung, die wir da haben. Und die Sorge der Fitnessstudio-Betreiber ist natürlich, dass Hygienekonzepte entwickelt worden sind, die auch qualifiziert sind. Am Ende ist es natürlich immer eine Abwägung auch, welches Risiko kann ich eingehen als jemand, der politisch Verantwortung trägt? Und da sind wir dann wieder bei den anderen Bereichen. Diese Hygienekonzepte gibt es für kleine Theater, diese Hygienekonzepte gibt es in der Gastronomie, die gibt es im Einzelhandel. Und am Ende ist eben die Frage, also wie weit kann man gehen und auch eben, welches Risiko kann man eingehen? Und das ist im Sport, wie gesagt, insbesondere da, wo tief ein- und ausgeatmet wird, dass da entsprechend die Situation eine andere ist als beispielsweise in einem Theater, wo man nebeneinander sitzt, in dieselbe Richtung guckt und normalerweise nicht schreit, nicht hustet, nicht ruft, nicht singt oder sonst irgendwas. Das ist die besondere Herausforderung, die wir da im Sport haben. Da geht es dem Sport sicherlich schlechter als in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Oha, ich höre mich dreifach. Hallo? Ja. Gut. Ich habe eben jetzt geht's gut. Mega Rückkopplung gehabt. Christoph, ich glaube, ein Problem ist, dass die meisten im Sportverein das sozusagen nicht als kommerzielle Veranstaltung sehen und deswegen das sozusagen noch ein größerer Eingriff ist, ja, weil da verdient keiner Geld mit. Wieso verbietet ihr das den Leuten? Ich glaube aber tatsächlich, dass wir natürlich in einer Phase sind, pandemisch, wo es auch schwierig ist, überhaupt noch weiter zu differenzieren. Weil natürlich ganz viele für sich in Anspruch nehmen, bei mir steckt es sich nicht an. Und ich glaube, das geht uns ja allen so. Ja. Wir sehen, mit was für einem Riesenaufwand, mit viel Liebe zum Detail wirklich gekämpft wurde, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, um Trainingsmöglichkeiten zu erhalten und so weiter. Und dann kommst du nachher am Ende und sagst, na, ist nicht, weil wir gerade, und dann kommt das große Zahlengewitter. Ich glaube, über diesen echten Frust, da kommst du auch nicht hinweg sozusagen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen ein Stück weit politische Führung zeigen und sagen, nee, das ist wirklich eine miese, es ist eine Katastrophe, ja. Es ist eine Naturkatastrophe. Wir haben pandemische Lage und das wird auch nicht sozusagen zur Freude aller gelöst werden können zu allen Phasen. Das ist wirklich schwierig, das bleibt auch schwierig, ja. Das ist so. Ich glaube, das darf man nicht schönreden. Es wird nicht alles gut sein. Ich habe mal eine Frage, bevor ich zu den anderen Fragen komme, vielleicht einmal ganz kurz außerhalb dieser Öffnungsfrage und so weiter. Ich habe jetzt Zahlen gesehen, die hast du ja auch, glaube ich, auch öffentlich kommentiert, aber ich will mal wissen, was da für uns jetzt mittelfristig, nicht langfristig, mittelfristig um die Ecke kommt, wenn jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, 20% der Mitglieder sozusagen den Verein in den Rücken gekehrt haben. Ja? Also 20, also kannst ja mal, also wie viele mit, also ich selber bin Mitglied in mehreren Sportvereinen, nur mal so, aber wenn 20% in der Struktur wegfallen, ja, was hat das eigentlich, wenn wir hoffentlich, übrigens, es gibt auch gute Nachrichten, ne? Die Impfzahlen sind krass gerade. Ne? Also nur mal so, wir haben jetzt wirklich, es war wirklich ein einziges Trauerspiel für 4 Monate. Ja? Jetzt ist es wirklich, wir haben die 700.000er-Marke gestern genommen. Ich habe gestern Nacht kam irgendwie, die über 70-Jährigen werden geimpft. Ja, es kommt näher sozusagen, die Lösung. Ja? Man hat ja selber nicht dran geglaubt, ja, passiert so.
Deswegen, ich glaube, das ist die wichtigste Perspektive überhaupt. Aber wenn jetzt schon 20% der Mitglieder aus den Vereinen raus sind, da werden wir ja noch richtig lange was von haben, weißt du? Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie läuft das bei den großen und bei den kleinen Vereinen eigentlich? Nicht in 10 Jahren, sondern sagen wir mal Ende des Jahres, wenn die 20% der Mitglieder verlieren, brauchen wir da nicht so eine Initiative? Ich meine, das letzte Mal, dass wir die große, ganz große Initiative hatten, wir ja sozusagen in Anlehnung an, dass die Olympia-Bewerbung nicht gefunzt hat. Ja? Das hat nicht geklappt. Und danach haben wir, ich finde, sehr gute Alternativszenarien entwickelt, um die Sportinfrastruktur und so weiter, das ganze Environment nach vorne zu bringen. Brauchen wir jetzt nicht was Ähnliches? Also was sind da deine Überlegungen, ohne jetzt allen alles zu versprechen? Wir wissen ja, dass das alles, also weil eben so viele Sport treiben, eine schwierige Lage ist. Aber ich glaube, das würde mich mal interessieren, die Perspektive danach, ja? Weil das glaube ich, für einige wird das problematisch bleiben, auch wenn die Pandemie weg ist. Ja, das war eine ganze Reihe von Punkten. Ich arbeite es mal ab. Was du anfangs angesprochen hast, ist natürlich ein Problem. Das haben wir alle verfolgt, wenn wir Nachrichten hören. Also gesagt worden, die Schulen sind keine Treiber der Pandemie. Der Einzelhandel nicht. Die Gastronomie nicht. Der Sport nicht. Zu Ostern hieß es halt mal, die Gottesdienste sind nicht Treiber der Pandemie. Und dann fragt man sich natürlich am Ende, wo die Zahlen herkommen. Weil wir hier über Sport reden, ist auch im Sport, das nehme ich jedenfalls so wahr, nimmt man ein bisschen Abstand von der Theorie, bei uns passiert nichts. Weil wir sehen gerade, was in den Profiligen passiert, wie viele Spiele abgesagt werden. Und da geht es um Spieler meistens, die ja ohnehin schon in der Blase sind. Und die Situation ist nach wie vor die, dass wir kaum wirklich belastbar darstellen können, wo Infektionen stattgefunden haben. Also vor dem, das macht's auch schwieriger. Diese Theorie, bei uns passiert gar nichts, die sollte man nicht vertreten. Der Professor Schmidt-Schanner sieht vom Bernhard-Nocht-Institut, der hat mal gesagt, wenn wir hohe Inzidenzwerte haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir überall, also im gesamten öffentlichen Bereich, Probleme mit der Pandemie haben. Das vorab zum Thema Mitglieder, ja, das wird ein größeres Problem jetzt. Es war am Anfang so, also vor einem Jahr ungefähr, dass die Hauptsorge der Vereine gewesen ist, dass sie Angst hatten, dass sie ihre Übungsleiter verlieren, die eben keine Stunden mehr oder keine Trainingsstunden mehr geben, die dementsprechend nicht bezahlt werden dürfen. Und die Sorge war, dass diese Übungsleiter sagen, ich gehe jetzt woanders hin, wo ich arbeiten kann, wo ich Geld verdienen kann. Und diese Sorge mit den Mitgliedszahlen, die kam im Prinzip erst später. Diese Bindungswirkung, von der ich anfangs gesprochen habe, hat lange gegriffen. Das ändert sich jetzt gerade ein bisschen. Es ist so im Sport, dass es eine gewisse Fluktuation gibt es da immer. Es gibt Leute, die treten ein, es gibt Leute, die treten aus. Und in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass es einen leichten, aber kontinuierlich Nettoanstieg gegeben hat. Und das hat sich jetzt gedreht, nicht zwingend, weil ganz viele Leute aktiv austreten, sondern eher aufgrund der Tatsache, dass jemand, der sich für Sport interessiert, sagt, ich interessiere mich, aber ich trete doch momentan nicht ein, weil ich kann da gar nichts, kann da gar nichts wahrnehmen. Und das ist eine Sache, die jetzt langfristig zu einer Negativentwicklung, zu einem Saldo geführt hat. 20% ist sehr viel. Also wir gehen davon aus, das können zwischen 10 und 15 sein. Abhängig auch davon, was für ein Verein es ist. Die großen Vereine, also die sogenannten Top-Sportvereine, die hauptamtlich geführt werden, die hauptamtlich Beschäftigte haben, die in aller Regel, was weiß ich, 4.000 Mitglieder aufwärts, glaube ich, haben, die leiden unter diesem Mitgliedersaldo mehr als die Kleinen. Schwer zu erklären, eigentlich nur dadurch, dass es so ist, ich bin auch Mitglied in mehreren Vereinen, dass die Bindungswirkung eben da ist und dass ich eben sage, gut, also es wird schon wieder werden. Ich leiste mir das und ich will diesen Verein auch nicht jetzt quasi im Stich lassen und dementsprechend bleibe ich Mitglied bei den großen Vereinen. Kann es sein, dass da eben eher dieser Gedanke ist, den ich anfangs mit Bezug auf Fitnessstudios genannt habe, dass es eben Leute sind, die sagen, ja, ich bin im Verein, aber mir fällt es leichter auszutreten, weil der Identifikationsgrad mit dem Verein vielleicht nicht so groß ist, wie das bei kleinen Vereinen ist. Von der Perspektive her, Perspektive Nummer eins ist, wir brauchen Erfolge beim Impfen. Wir brauchen noch mehr Disziplin, um eben die Inzidenzzahlen, die ja nach wie vor eine relevante Größe bei der Beurteilung der Situation sind, runterzudrücken. Es geht um die Inzidenzwerte, also um die Zahl der Infektionen innerhalb von 7 Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet.
Es geht auch um diesen sogenannten R-Wert, das heißt, wie viele Infizierte stecken ihrerseits nochmal neue an. Da müssen wir deutlich unter 1, damit die Kurve der Infektion runtergeht. Wir sind momentan bei, ich meine, 0,88, also schon eine positive Entwicklung. Und das alles sind Voraussetzungen, dass wir uns dann auch Gedanken machen können, wie es weitergeht. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt einzelne Vereine oder einzelne Vertreterinnen, Vertreter im Sport, die sagen, der Staat soll quasi die finanziellen Verluste ausgleichen, die durch Austritte entstanden sind. Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir sagen, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass diejenigen, die ausgetreten sind, wieder eintreten. Oder wir müssen dafür sorgen, dass Leute, die jetzt möglicherweise in der Pandemie gemerkt haben, wie gut Sport ihnen eigentlich tut. Wir haben noch nie so viele Leute joggen gesehen. Wenn ich an der Außenalster unterwegs bin, da sehe ich Leute, bei denen ich vom Laufbild, von den Schuhen oder den Klamotten, die sie anhaben, weiß, die machen das zum ersten, zweiten oder dritten Mal. Wenn wir schaffen, die dran zu halten, denen zu signalisieren, das, was ihr hier macht, weil es euch gut tut, das könnt ihr auch im Sportverein machen, dann ist das ein Ansatz, eben den Verlust bei den Mitgliederzahlen wieder auszugleichen. Und dafür gibt es bei uns in der Behörde Überlegungen, ein Starterpaket aufzulegen. Das kann dann sein, dass die Aufnahmegebühren reduziert oder von uns aufgefangen werden. Das kann sein, dass wir Gutscheinsysteme machen, dass wir beispielsweise sagen, du wirst Mitglied im Verein und für irgendwelche Sonderangebote, für die man normalerweise dann nochmal einen extra Obolus zahlen müsste, das übernehmen wir für 3 Monate. Also einfach, um einen Anreiz zu schaffen, dass Menschen wieder in die Vereine eintreten. Und da kommen wir dann last not least zu unserer Active City Strategie, das heißt so zu den Grundsätzen, mit denen wir Sport und Sportpolitik in Hamburg ausrichten wollen. Da ist ein zentraler Punkt, dass wir sagen, zentrales Ziel ist, die Zahl der Mitgliedschaften in den Hamburger Sportvereinen wieder zu erhöhen. Also wir haben ein großes Interesse, die Mitgliedschaft wieder zu erhöhen. Und wir halten es für ein bisschen schwierig zu sagen, wir haben jetzt gerade finanzielle Probleme. Wir fangen die auf für 2 Jahre. Aber wenn das Problem dann nicht gelöst ist, dann stehen wir in 2 Jahren vor derselben Situation. Das heißt, unser Ansatz ist, ganz viel Kraft und ganz viel Energie da reinzusetzen, die Zahl der Mitgliedschaft in den Sportvereinen wieder zu erhöhen und möglichst schnell auf den Level zu kommen, auf das Niveau zu kommen, was wir vor der Pandemie gehabt haben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Doro und ich auch noch mal ein bisschen nacharbeiten, was Bundesinvestitionsmittel angeht für Sportstätten und so weiter. Das haben wir in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Priorität ist. Sport ist ja eigentlich nicht Bundesangelegenheit, dass du noch meinen nachlegen. Ich habe mal eine ganz andere, noch nur eine Frage. Doro hat eine Liste von Fragen, deswegen mal ganz kurz. Aber das interessiert mich wirklich jetzt in dieser Lockdown-Debatte. In Hamburg ist ja zurzeit die Eindämmungsverordnung so, dass man nach 21 Uhr, wenn ich alleine laufen will, raus vor die Tür kann, wenn ich das richtig verstehe. So, die Vorlage, Doro, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, die Vorlage Bundesinnenministerium für diese, ich sag mal, Kompetenzanziehung für die Eindämmungsmaßnahmen auf den Bund, ja, das, was jetzt diskutiert wird, was wir auf den Tisch bekommen, was ich übrigens in der Sache ganz gut finde, nur mal so, wenn das gut gemacht ist, muss man dazu sagen, sei jetzt noch nicht, den ersten Entwurf, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr mehr wisst, sah vor, dass das nicht möglich ist auf Bundesebene. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich glaube, dass das rechtlich vielleicht schwierig sein könnte. Diese 9-Uhr-Jogger, haben wir davon, also diese, du weißt schon, was ich jetzt meine, mit den Erfahrungen in Hamburg jetzt, vielleicht auch von der Innenbehörde oder so, gab es da ein Problem, dass Leute nach 21 Uhr Sport getrieben haben in Hamburg oder so? Ich kann mir vorstellen, wenn es in Hamburg kein Problem ist, dann dürfte es eigentlich nirgendwo in Deutschland ein Problem sein, weil es ist doch in den Innenstädten, kommen die Leute dann angejoggt, wenn sie das als Ausweichsportart betrachten. Aber gibt es da ein Problem? Das würde ich nämlich gerne nach Berlin weitertragen, dass man so eine Klausel da irgendwie einbaut, damit man wenigstens die Alleinsportler, ja, also die Sportlerinnen und Sportler, das ist ja, also das ist so, aber da, Hamburg hat ja diese, wie sind eure Erfahrungen damit? Das würde ich gerne noch in die Sitzungswoche mitnehmen. Vielleicht hast du da noch 2 Sätze zu, auch wenn die Regelung jetzt noch nicht so lange gilt. Also ich hoffe, dass wir uns weiter erfolgreich orientieren an Städten, mit denen wir uns vernünftig vergleichen können. Nehmen wir mal Paris zum Beispiel. Da ist es gelungen, dass gesagt worden ist, in den härtesten Lockdown-Zeiten ist es möglich gewesen, zum Einkaufen zu bestimmten Zeiten das Haus zu verlassen, den Hund rauszubringen und individuell Sport zu machen. Und wir haben uns hier ja auch entschieden, dass wir sagen, die Ausgangsbeschränkungen gelten. Aber ich kann, wenn ich mich körperlich ertüchtigen will,
alleine ist wichtig, eben auch jenseits der eingeschränkten Zeiten Sport treiben. Das heißt, ich kann in der aktuellen Phase auch nach 21 Uhr alleine joggen gehen. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass wir da auch eine Möglichkeit finden, das so zu behalten. Weil was in den letzten Monaten, ich glaube, allgemein durchgedrungen ist, ist, wie groß die Bedeutung eigentlich des Sports ist, was auch so das individuelle, psychische, physische Wohlbefinden angeht. Und wir müssen ja, das ist ja die zentrale Aufgabe, auch ressortübergreifend, wir müssen ja in dieser harten Phase jetzt verhindern, dass unsere Bevölkerung in so eine kollektive Depression fällt. Das ist schwer genug in allen möglichen Bereichen, momentan klarzukommen, jenseits des Sports. Wenn ich jetzt an Homeschooling denke, wenn ich mir die Lebenssituation, wenn ich mir die Lebensrealität vorstelle von Alleinerziehenden, die irgendwo im vierten Stock in der Mietwohnung wohnen. Also das ist schon eine Sache, wo man aufpassen muss, dass man diese Leute nicht aus dem Blick verliert. Und wenn es da eben die Möglichkeit gibt, Kinder weiter Sport treiben zu lassen, also vor 21 Uhr im Zweifelsfall, wenn es darum geht, dass wir die Möglichkeit haben, individuell weiter uns auszutoben, auch um diesen Druck so ein bisschen loszuwerden und auch diese Belastung abbauen zu können, unter der wir alle stehen, da wäre das sicherlich gut. Und ich glaube, es gibt Leute, die hören dann Musik und entspannen sich darüber. Es gibt Leute, die gehen spazieren. Es gibt viele Leute, die treiben Sport, weil sie eben diese Anspannung loswerden wollen. Und das ist Voraussetzung dafür, dass wir in dieser schwierigen Zeit eben weiterhin klarkommen, unsere Arbeit machen können, sozialverträglich uns verhalten. Von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass das erhalten bleibt, zumal wir jenseits dieser Diskussion Maskenpflicht für Jogger im Prinzip nie Probleme mit Individualsportarten und Maskenpflicht für Jogger, nur halt nochmal ein Satz, es gab nie eine Maskenpflicht für Jogger, sondern es gab eine Maskenpflicht zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten und dann eben für alle, also für den, der mit dem Hund draußen ist, für denjenigen, der einkaufen geht, für denjenigen, der den Kinderwagen schiebt und eben auch für die joggen. Das ist so fokussiert worden nach dem Motto, es geht nur um Sport treiben. Das war nicht so. Also da bin ich eigentlich optimistisch, dass wir da für den Fall, dass wir wirklich die Schraube nochmal angezogen bekommen, was den Lockdown angeht, dass wir da für den Sport auf jeden Fall Möglichkeiten frei halten werden. Ja, das beruhigt mich so ein bisschen, weil genau, Mädchen, das wäre auch mein Thema, meine Frage gewesen. Ich habe nämlich innerhalb der letzten, ich glaube, 12 Stunden 5 E-Mails genau zu dem Thema bekommen, also auch von Sportvereinvorsitzenden, die gesagt haben, die Hamburger Regelung ist total gut, ne, und bitte macht das, also dass es auch, wenn es dann eine bundeseinheitliche Regelung gibt, dass das auch weiterhin möglich ist. Und ich meine, das, was jetzt vorgeschlagen wurde, orientiert sich ja bis auf diesen einen Punkt, Medien, wo ich glaube, dass wir in der Tat da nochmal unsere auch Sportkolleginnen und Kollegen ansprechen müssen vor der Fraktionssitzung am Dienstag, dass wir das auf jeden Fall noch reinbekommen, weil das ist auch etwas, was ich mir sehr schwierig vorstelle, nur, dass man also sagt, nach 21 Uhr darfst du gar nicht mehr alleine raus. Das übrigens nochmal zur Klarstellung, lieber Andreas, weil das hast du gefragt auch im Chat. Nee, also nicht nur Leistungssportler dürfen nach 21 Uhr noch irgendwie alleine Sport machen, sondern wirklich jeder. Also jeder, der nochmal spazieren gehen möchte, mit dem Hund raus oder wie auch immer. Also es muss eben nur alleine stattfinden, ja, und nicht zu zweit. Aber das gilt jetzt nicht nur, wenn ich Sportler bin. Vielleicht können wir auch noch mal die aktuelle Corona-Verordnung hier gleich in die Kommentare posten, dann kann man sich das noch mal angucken. Also bitte jetzt nicht zu Hause bleiben nach 21 Uhr, falls man, gut, heute vielleicht nicht, aber falls man danach noch irgendwie rausgehen möchte. Noch einmal kurz eine Frage, weil über die habe ich sehr lange mit Sportvereinen diskutiert. Ich hatte vor ein paar Wochen alle meine Hamburger Wahlkreissportvereine eingeladen. Es war eine muntere Diskussion. Und da ging es auch sehr darum, dass wir zu wenig differenzieren, was ich offen gesagt ein bisschen nachvollziehen kann. Ich hatte einen Vorsitzenden eines Tanzsportvereins ganz im Hamburger Norden an der Grenze zu Norderstedt, der sagte so, ich habe einen riesigen Saal, ich nehme dort ein Tanzpaar, was auch im wirklichen Leben ein Paar ist und das darf dort keinen Sport betreiben. Und 2 Kilometer weiter, Landesgrenze Schleswig-Holstein, dürfen Sie das? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für euch total schwierig, dann solche Diskussionen zu führen, weil das ja natürlich alles andere ist als ein Mannschaftssport. Der kann wirklich sagen, es ist nur dieser eine Raum für dieses Paar, 2 Stunden. Die kommen gemeinsam mit dem Auto, die leben gemeinsam. Sie dürfen aber nicht gemeinsam bei mir 2 Stunden trainieren zu tanzen.
Wie geht ihr damit um? Es ist ein schönes Beispiel für ein im weitesten Sinne unauflösbares Dilemma. Ich würde jetzt mal ein bisschen offensiv sagen, ich würde diesem Tanzschulbesitzer oder Tanztrainer, ich wünsche ihm viel Spaß dabei, bei seinen eigenen Leuten zu erklären, wieso das Tanzpaar, was zusammenlebt, besser behandelt werden soll als das Tanzpaar, was nicht zusammenlebt, was sich aber dann dreimal am Tag trotzdem sieht und so weiter und so fort, oder möglicherweise sind die sogar zusammen und so weiter. Diese Differenzierung ist ein großes Problem. Und das Dilemma sieht man auch darin, dass wir gebeten, dringend aufgefordert worden sind, nicht sportartenspezifisch vorzugehen, also nicht zu sagen, diese Sportart darf, diese Sportart darf nicht. Und auf der anderen Seite haben wir manchmal das Problem gehabt, dass das gesagt worden ist, ihr müsst mal mehr differenzieren und nicht so pauschal. Wenn wir aber differenziert haben und gesagt haben, die Inzidenzwerte im Kreis Bad Oldesloe an den Grenzen Hamburgs sind andere als die in Hamburg und dementsprechend wird Oldesloe, der Kreis Stormarn, deshalb gelten da andere Regeln als bei uns. Da wird dann gesagt, das ist aber doof, wieso wird denn das nicht einheitlich gemacht? Das heißt, der Wunsch nach Differenzierung ist auf jeden Fall, der Differenzierung heißt aber immer auch, dass Sachen ungleich behandelt werden. Also das kommt dann dazu, dass wir dann doch irgendwann Sportarten haben, wo wir sagen, naja, die können, und andere, wo es eben heißt, das geht nun nicht. Und beim Tanzen, also wenn das jetzt klassischer Tanz ist, wie ich mir den als Tanzschulenabsolvent vorstelle, dass man sich da gegenübersteht und sich körperlich nahe kommt, natürlich ist da eine Infektionsgefahr größer als bei einer Distanzsportart unter freiem Himmel. Das heißt, das ist dann diese Differenzierung. Aber Differenzierung führt dann immer dazu, dass Sachen ungleich behandelt werden, was dann auch wieder viele Leute stellen. Aber das ist ein Thema, was wir mehr oder weniger jeden Tag haben. Und ein anderes Problem ist natürlich das Problem, ich würde nicht sagen ein Föderalismusproblem, aber ein Problem, was mit den Landesgrenzen zu tun hat. Der Wahrheit die Ehre, das nehmen wir jetzt sehr so wahr, das hatten wir immer. Also im Norden Hamburgs gab es Situationen, wenn man da mit seinem Hund über die Straßenseite gegangen ist, dann galten für diesen Hund plötzlich andere Regeln. Das kommt immer wieder vor. Und das ist natürlich unschön. Ich kenne einen Fall von der TSG Bergedorf. Das war so der Klassiker. Die TSG Bergedorf hatte Tennisplätze auf Hamburger Gebiet. Die hat aber auch Tennisplätze auf schleswig-holsteinischem Gebiet. Und das heißt, die Bergedorfer, die in Wentorf spielen, die durften. Und die gleichen Bergedorfer im gleichen Verein, die aber innerhalb der Hamburger Landesgrenzen spielen wollten, die konnten das nicht. Also was tun wir? Da kommt dann unsere Kanzlerin ins Spiel, die immer mal gesagt hat, es gibt zwei Formen der Gerechtigkeit in dieser Pandemie. Nämlich entweder wir erlauben alles für alle oder wir untersagen alles für alle. Und im Prinzip ist unsere Aufgabe, da zwischen diesen beiden Extremleitplanken quasi durchzukommen. Immer wissen, dass von einer Seite der Straße jemand kommt und sagt, das gefällt mir. Das geht uns genauso. Wir haben im Sportamt, Leute, die wohnen in Schleswig-Holstein, die kommen mit einem Tennisschläger morgens oder kommen, wenn sie abends spielen wollen. Und es gibt diejenigen, die sagen, mein Verein, der bietet nur innerhalb Hamburgs an, nur Tennishallen, die momentan zu sind, die können da nicht mal Outdoor spielen. Das sind Ungleichbehandlungen, die schwer zu erklären sind. Man kann sie nur dadurch erklären, dass die Situation in anderen Teilen Norddeutschlands eben unterschiedlich ist. Und auch damit, dass die einzelnen Landesregierungen mit dieser Herausforderung, das muss man auch ehrlich sagen, sehr unterschiedlich umgehen. Und unser Bürgermeister hat ja mal gesagt, er findet das relativ erstaunlich, zu welchen Entscheidungen und zu welchen Maßnahmen sich einzelne Landesregierungen bereit erklären. Wir sind ja nur in Hamburg so, zeichnet uns aus, dass wir da schon eine sehr konsequente und sehr risikominimierende Linie fahren bisher. Ja, absolut. Die Linie, also wenn man sich auch so die Entwicklung der Diskussionen irgendwie anguckt, wurden wir ja auch des Öfteren mal kritisiert für unsere zu harte Linie. Ich habe festgestellt, bei allem, was man auch so an E-Mails bekommt jeden Tag, dass sich das die letzten, ich sag mal, 3 Wochen sehr gedreht hat. Vorher bekam ich fast nur E-Mails mit dem Wunsch nach Lockerung und nach Öffnungen, also von, sagen wir mal, verschiedenen Interessengruppen. Und jetzt bekomme ich immer mehr Mails, Briefe von Bürgerinnen und Bürgern aus meinem Wahlkreis, die sagen, jetzt macht endlich den Laden umgangssprachlich richtig dicht. Weil dieses Brücken-Lockdown oder wie auch immer man das irgendwie nennt oder Wellenbrecher, whatever, man hat ja gesehen, es hat eigentlich nichts gebracht. Ne? Und deswegen war der Hamburger Weg im Nachhinein immer der richtige, wie ich finde. Und man sieht jetzt ja auch auf Bundesebene die Diskussion, die wir führen, das ist ja eigentlich der Hamburger Weg.
Christoph, wir haben eine Frage bekommen, die ist jetzt, glaube ich, sehr spezifisch zum Thema Kids in die Clubs und zu Abrechnungen mit Sozialbehörde und Co. Wir haben sie dir, glaube ich, auch mal geschrieben. Vielleicht kannst du dir so ein bisschen genereller beantworten. Auch nochmal, also Kids in die Clubs, ne, Förderprogramm der Hamburger Sportjugend, ne, mit dem eben auch Kinder unterstützt werden, dass sie in und Familien unterstützt werden, dass die Kinder in Clubs trainieren können. Es gibt da finanzielle Zuschüsse auch. Kannst du erklären, wie das im Moment läuft, wie es abgerechnet wird? Genau. Das Problem in der Angelegenheit, bei der Angelegenheit, also Vorbemerkung, wir haben in der letzten Woche, ich meine letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag, einen entsprechenden Brief bekommen der Hamburger Sportjugend an die Sozialsenatorin. Kids in die Club läuft zwischen Hamburger Sportjugend und Sozialbehörde. Wir sind aber beteiligt als Sportbehörde. Und ganz einfach gesagt geht es darum, dass bisher pauschal abgerechnet worden ist über bestimmte Zeiträume, dass Kindern, die im Sportverein eine gewisse Leistung in Anspruch nehmen, dass diese Leistung dann quasi finanziert worden ist. Und da hat sich etwas geändert, was für die Vereine offenbar bedeutet, dass sie wesentlich mehr Arbeit in die Abrechnung reinstecken müssen. Dass die Thematik und die Herausforderung, unter der die beteiligten Vereine stehen, das ist jetzt in der Sozialbehörde angekommen. Ich bin relativ sicher, dass man sich da schnell drum kümmert, weil das Problem, so wie es beschrieben wird, ist schon relevant. Wir werden helfen, dieses Problem zu lösen. Aber wie gesagt, die Thematik ist jetzt in der vergangenen Woche erst aufgeploppt, beziehungsweise bei uns aufgeschlagen. Die Sozialbehörde ist informiert und bereit, uns damit Sportjugend und Sozialbehörde hinzusetzen, um im Sinne dieses Programms, was ja dazu dienen soll, dass Kinder aus einkommensschwächeren Familien, dass die sich trotzdem ihren Sport leisten können, in Anführungsstrichen, dass das dann weitergeht, weil das ein ausgezeichnetes Projekt ist. Aber da kümmern wir uns drum. Okay, super. Also weitere Kommunikation dann mit Hamburger Sportbund und quasi gut. Also erstmal vielen Dank. So, Metin hat mir gerade geschrieben, dass er dann doch nochmal zum HSV kommen will, aber auch verbunden mit dem ganzen Thema Bevorzugung Profisport. Christoph, das hattest du ja am Anfang auch schon mal quasi angesprochen, ne, dass im Profisport im Fußball kriegt man es ja mit oder auch Handball immer mehr abgesagt wird wegen Corona. Und ich habe ganz klar gesagt, so, ich komme aus Kaiserslautern, das wisst ihr. Ne? Also ist im Moment auch fußballmäßig nicht so richtig schön. Aber über den HSV sprecht ihr beide alleine. Da bin ich nämlich raus. Na, nee, da müssen wir gar nicht drüber. Wieso der HSV ist Zweiter? Guck mal auf die Tabelle. Also es ist überhaupt gar nichts los. Ja, ganz ruhig. Aber das war natürlich jetzt irgendwie alles kritisch die letzten Tage. Also ich weiß ja, dass ich will dich gar nicht in die Situation bringen. Man darf ja kein Sportstaatsrat fragen, auf welcher Seite er da steht. Das ist mir klar. Aber mal das ernste Thema hinterher zum Thema Profisport und welche Rolle der eigentlich spielt. Das ist ja schon ohne Pandemie total umstritten, das muss man mal so sagen. So, und ich sag mal jetzt selber als Mensch, der da regelmäßig zuguckt und so, ich war am Anfang der Pandemie, ich weiß gar nicht, was die Anfang der Pandemie war, irgendwann Mitte letzten Jahres oder was, war ich eigentlich skeptisch, ob man den Profis das erlauben soll. Wenn alle anderen so einen hohen Preis zahlen, also wirklich, wirklich hohen Preis zahlen, ja, dass man denen das erlaubt, um weiter ihr Geschäft zu machen. Ich war da unsicher. Je länger das dauert, desto mehr bin ich der Meinung, man soll sie spielen lassen, damit man wenigstens irgendwas hat, was man Samstagabend gucken kann. Also das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung. Das kann ich, also das ist so, und dazwischen spielt sich ja die gesamte Wahrheit ab, ja, glaube ich. Und das ist auch politisch, glaube ich, weiterhin umstritten. Und dann hast du selber gesagt, die Inzidenzzahlen in den Profisport ist ja brutal, ja. Ich meine, wir können übrigens auch über die Wilhelmsburg Towers sprechen, so nenne ich sie ja gerne. Auch da gab es ja Probleme in der Basketballliga, ja. Das muss man ja sagen. Ich glaube, in allen Profibereichen gab es ja diese Geschichten. So, und wie siehst du das? Also jetzt muss der Sport vielleicht auch, wie soll ich sagen, so eine psychologische Sonderwirkung entfalten können in der Krise. Weißt du, was ich meine? Also wie läuft das auch vor dem Hintergrund? Wir haben nochmal, in Hamburg kannst du das ja besser erklären als ich. Es gibt ja, ich mache das jetzt mal nur auf Fußball, das gilt aber auch für andere. Ja? Wir haben eine vierte Liga, das sind eigentlich gar keine Profis, aber das ist, ich kann es ja mal erzählen, was das für Clubs sind und was da passiert im Spiel. Also aus meiner Sicht sind das Profis, aber
wir haben da ja auch, die haben da jetzt ja auch andere Probleme. Und wie machen wir das eigentlich zum Saisonbeginn das nächste Mal? Weil wir ja auch nicht 150-prozentig wissen, wie die Pandemielage da ist. Weißt du, also wollen wir, ich stelle mir vor, die Pandemie wäre noch, wir erlauben das eigentlich eher nicht, aber dann brauchen wir auch sozusagen Symbole, wo das wieder funktioniert für Samstagnachmittag. Ich bin einfach echt hin und her gerissen. Ich bin wirklich hin und her gerissen. Du kriegst doch bestimmt Beschimpfungen ohne Ende, dass die Profis spielen dürfen und gleichzeitig Bettelbriefe, dass bitte noch mehr Mannschaften spielen können. Also ich bin wirklich, ich finde es eine ganz schwierige Frage. Ja, geht mir genauso. Also Nummer eins, es ist eine hochgradig emotionale und es ist in einem erheblichen Maße auch eine subjektive Geschichte, um die es hier geht. Was wir wahrgenommen, also wir haben wahrgenommen, dass es viele Leute gibt, die sagen im Prinzip, das Signal der Bundesliga-Fußball geht weiter. Das kann auch ein bisschen so ein mutmachendes Signal sein, nach dem Motto, es wird hier jetzt nicht alles abgedreht, sondern wir bewahren uns ein bisschen etwas von unserem gewohnten, liebgewonnenen Leben. Das sind die, die es begrüßen. Es gibt diejenigen, die da sehr hart sind und sagen, also solange die Sportvereine, solange die jungen Leute nicht Sport treiben dürfen, dann dürfen die das auch nicht machen können. Was ich interessant finde, ist, dass in dieser Diskussion sehr fokussiert wird auf den Bereich Fußball. Also bis hin zu der, aus meiner Sicht, das fand ich ziemlich peinlich, so eine Argumentation nach dem Motto, die Millionäre, die sollen jetzt auch mal sehen, wie es ist, wenn man nicht seinen Sport treiben kann oder sonst was. Finde ich auch ziemlich daneben. Da ist auch die Solidarität des Sports ein bisschen gefordert. So schwierig das sein mag. Die Regelung als solche heißt nicht nur bei uns, sondern bundeseinheitlich, dass Berufssportlerinnen und Berufssportler ihren Beruf ausüben sollen. Definiert ist es so, dass ein Berufssportler jemand ist, der oder eine Sportlerin, die in einem erheblichen Maße über die sportbezogenen Einnahmen, das kann das Geld sein, was man vom Verein bekommt, das kann das Geld sein, was der Individualsportler, die Individualsportlerin über Sponsoren bekommt. Wenn also man sagen kann, das Geld, was über Sport eingenommen wird, trägt in einem erheblichen Maße zur Deckung des Lebensunterhalts bei, dann gelten die Leute als Berufssportler. Wir sagen gar nicht Profis, sondern wir sagen Berufssportler, weil das kann jemand in einer Nischendisziplin, wo wir gar nicht viel von mitkriegen, wo es keine Live-Übertragung gibt, wo auch in der Sportschau nicht die Rede von ist, das kann den aber genauso betreffen wie die Fußballer von HSV, von St. Pauli, wie die Towers, wie die HSV-Handballer, wie die Crocodiles beispielsweise, die jetzt am Freitag nur spielen konnten, weil denen sagen, ja klar, das ist Berufssport. Sonst hätte man sagen müssen, für die Leute, die nicht Berufssportler sind, gilt genau das Gleiche wie für die anderen Amateure in Anführungsstrichen und ist. Und das ist ein Problem, weil bei der Bundesliga ist halt eben auch so argumentiert, bei der Fußball-Bundesliga so argumentiert worden, das ist natürlich ein Wirtschaftsbetrieb. Also das hat mit dem Kick am Wochenende, den wir so früher betrieben haben, das nichts zu tun. Das sind Großunternehmen, wo Arbeitsplätze dranhängen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig zu betrachten gewesen, wie man mit diesem Berufssport umgeht. Aber wenn es bundeseinheitlich über die einzelnen Bundesländer hinweg, ich nehme jetzt mal die aus, die keine Fußball-Bundesligisten haben, die haben das nämlich anders gesehen, aber in den Bundesländern, wo es Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Erstligisten gab, da war immer eine sehr, sehr klare Position, dass es hieß, wir müssen gucken, dass diese Berufssportlerinnen und Berufssportler, dass die ihren Sport weiter betreiben können, eben weil auch eine Komponente sein kann, dass man sagt, man realisiert den Leuten ein bisschen, euer bisheriges Leben ist nicht komplett weggelockdownt worden, sondern es gibt immer noch Bereiche, die wir erleben können. Auch wenn das natürlich ein völlig anderes Erlebnis ist, als das, was wir bisher hatten mit dem Stadion, in die Halle und so weiter und so fortgegangen sind. Das wird sicherlich weitergehen, wenn es in die Richtung geht, dass wir nochmal einen harten Lockdown, Total-Lockdown, wie auch immer man das nennt, haben werden. Da wird sicher die Diskussion geben, das heißt, was bedeutet das für Sport? Und wenn wir dann sagen, wir müssen gucken, dass wir für den Sport da Restbereiche retten und müssen gucken, dass Individualsport möglich ist, dann ist das der eine Punkt. Und die andere Diskussion, die wir sicherlich bekommen werden, ist die, wie wir dann mit Berufssportlerinnen und Berufssportlern umgehen. Denn denen zu sagen, ihr dürft euren Sport nicht ausüben, weil es andere Bereiche gibt, wo das auch nicht möglich ist, obwohl die individuelle Situation nicht miteinander vergleichbar ist, das ist auch ein bisschen schwierig. Also jemand seinen Job zu verbieten, als Strafe, weil andere das auch nicht dürfen, obwohl es in dem konkreten Fall eigentlich keinen Anlass dafür gibt. Das ist auch relativ schwierig.
schwierig. Aber das zeigt einmal mehr mit, was das für eine für komplizierte, vielschichtige Diskussion ist, wo also ganz viel individuelle Sichtweise mit reinspielt. Abschließend, was ich gut fand, das ist, dass in der frühen Diskussion, wie gehen wir mit Fußball um, also sowohl von der DFL als auch vom DFB, als auch von vielen Vereinen, auch von Hamburger Vereinen gesagt worden ist, wenn für den Weiterlauf, wenn für das Weiterlaufen des Spielbetriebs erforderlich ist, dass regelmäßig getestet wird, dann ist das nur machbar, wenn diese Tests im Berufssport nicht auf Kosten derjenigen gehen, die als allgemeine Bürgerinnen und Bürger dann in die Röhre gucken. Das fand ich nicht bemerkt. Also im Fußball, insbesondere im Fußball, in diesem Zusammenhang sehr, sehr, sehr gescholten wird, ein Verantwortungsbewusstsein, was höher ist als in vielen anderen Bereichen des Sports und der übrigen Gesellschaft. Abschließend, das mag Symbolik sein, dass die Einsspitzen vom FC St. Pauli und von Eintracht Braunschweig letzte Woche gesagt haben, es sind im Stadion wirklich nur die zwingend hin müssen. Da sind keine Delegationen, keine Vereinsspitzen, keine, was weiß ich, Referenten, Assistenten, Pressesprecher und so weiter und so fort. Das hat mir aber nochmal gezeigt, dass es da doch durchaus die Bereitschaft gibt, wirklich auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen in dieser Pandemiesituation. Da habe ich eine Nachfrage zum Thema, wie das sagt, Vorbildfunktion des Sports. Haben wir ganz oft drüber gesprochen vor der Pandemie. Im Positiven wie im Negativen übrigens, ja, immer die Leute, die exponiert sind und so weiter. Und ich frage mich jetzt bei der Impfkampagne, ja, ich kenne ganz viele Leute, ganz, ganz, ganz viele Leute, die zumindest mir so andeuten, dass ja AstraZeneca vielleicht doch nicht das Richtige sei und ob das mit dem Impfen so alles ist, ich warte mal ab. Ich hätte jetzt ins Impfzentrum sogar gehen können, warte ab, bis die Ärzte das machen. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass es da immer noch so eine kleine Resterampe gibt, die sagen, und dann gehe ich auch nicht hin, sondern erst später. Wäre übrigens ein ganz normales Verhalten in jeder Impfkampagne, auch wenn es um Grippeimpfung geht. Ja? Nur mal so, es gibt ja sozusagen Leute, die nicht hingehen und die man anders abholen muss. So, wir haben jetzt die Debatte gehabt über Bayern München, ja, und wir sind ja alle einer Meinung, wenn da irgendwie die Profis in irgendwie nicht demokratische Staaten fliegen wollen und dafür geimpft werden müssen, weil das da so gefährlich ist. Also ich übertreibe jetzt mal, ja, das war ja ein riesen Shitstorm über die, ja. Jetzt kommt meine Frage. Wer ist vor 50 Jahren nicht so gewesen, wenn da eine Pandemie gewesen wäre, dass Franz Beckenbauer zur besten Sendezeit am Samstagabend am besten bei Hans-Joachim Kuhlenkampf mit AstraZeneca geimpft worden wäre und alle gesagt hätten, toller Typ, mach das auch, damit man die Impfquote erhöht. Weißt, welche Frage ich meine? Also dieses, was ist da los? Da verbindet sich nicht Pandemie und das, wie wir Sport sehen oder unsere Helden sehen. Ja? Hast du da eine Meinung zu? Wieso hat sich Bayern München nicht zusammen mit Olaf Scholz zusammen impfen lassen? Das ist keine rhetorische Frage. Ich meine das ernst. Es hätte doch ein brutales Signal in die Bevölkerung gesetzt, oder nicht? Ja, bei den Politikerinnen, bei den Politikern ist das, da muss ich euch bei nichts erzählen, ein bisschen anders. Wenn Olaf Scholz sich öffentlich impfen lassen würde, dann würde es heißen, der ist noch gar nicht dran und der drängelt sich vor. Und wenn er sich nicht impfen lässt, dann gibt es Leute, die sagen, ganz ach, guck mal, traut sich ja selber nicht. Ganz kurz, aber ich spezifiziere das nochmal. Natürlich ist das alles vor dem Hintergrund, dass wir nicht genug Impfstoff haben oder hatten. So, diese Situation wird sich jetzt aber ziemlich bald relativieren. So, dann ist das Argument nicht mehr da. Und dann werden wir mit den 5%, 10%, 20%, wenn es richtig dumm läuft, 30% der Bevölkerung zu tun haben, die sie nicht impfen lassen. Aus welchem Grund auch immer nicht impfen lassen. Ja? Das müssen ja keine, nicht gleich Verschwörungstheoretiker sein. Aber irgendwann müssen wir doch mal das sozusagen positiv belegen. Oder ich auch, verstehst du? Also wir müssen ja raus aus dieser Mangeldebatte, wenn der Mangel nicht mehr da ist. Dass es in der Vergangenheit nicht klug gewesen wäre, für Berufspolitiker sich im Dezember zu impfen, ist mir klar. Ja? Also, aber wir sind jetzt in einer anderen Phase. Die 70-Jährigen werden heute geimpft haben. 70-Jährigen haben einen Impftermin. Das heißt, wenn du das durchrechnest mit den Kapazitäten, die wir haben, werden wir in der übernächsten Woche, werden die 60-Jährigen dran sein. Das geht jetzt ratzifatzi so. Und dann werden wir immer noch einen Großteil der Bevölkerung, die man adressieren müssen. Da könnte der Sport doch eine Rolle spielen. Und der Vize, alle. Der Bundespräsident hat das ja schon vorgeturnt. Teilig und der größte Sportler, der den Hamburg zu bieten hat im Moment, der hat ja gezeigt, wie es geht, ist Uwe
Seeler, der sehr öffentlich thematisiert hat, nach dem Motto, ich würde jetzt gerne geimpft werden und der dann auch geimpft worden ist. Aber ich teile die Ansicht, ich glaube, also meine persönliche Ansicht, die auch gespeist ist dadurch, dass mir eine Medizinerin jeden Morgen und jeden Abend am Tisch gegenüber sitzt, ist, dass es völlig vernünftig ist, sich impfen zu lassen. Und es ist so, wir haben keine Impfpflicht und die Frau Professorin Brinkmann vom Helmholtz-Institut, mit der wir vor einigen Wochen mal so eine Schalte hatten, sehr interessant war, die hat gesagt, also eine Impfquote von 80%, das ist sehr, sehr, sehr optimistisch. Aber ich glaube, je mehr geimpft wird, meine persönliche Hoffnung, also wird es wieder, so ein bisschen individuell oder subjektiv, meine persönliche Hoffnung ist, je mehr Menschen sich impfen lassen, je mehr merken, dass sie mit ihrer impfkritischen Position dann halt doch irgendwie sehr, eine sehr kleine Minderheit werden. Und anderes Thema, was wir zum Glück noch nicht angesprochen haben, die Diskussion, wie gehen wir mit Leuten um, die geimpft sind, kriegen die irgendwann Vorzüge denjenigen über? Ich glaube, dass wir auch diese Diskussion kommen werden. Und die werden wir, die haben, hätten wir im Sport ja in dem Moment schon, in dem jemand sagt, in einem Modellprojekt, was ja möglich ist, also theoretisch möglich ist, ich lasse mich negativ testen, ich lege mein Impfzertifikat auf den Tisch, ich bin geimpft worden und in dem Moment darf ich rein. Das ist eine klassische Bevorzugung, ich halte es für vernünftig. Und die andere Sache ist zum Thema Vorbild und Sport. Schön, dass ich die Kurve auf die Art und Weise kriege, dieses Trikot hier. Ich habe gestern den Film Invictus gesehen. Das ist ein Film über den Sieg der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft 1994, also 5 Jahre nach Ende der Apartheid. Und da hat diese Rugby-Mannschaft, also eine Mannschaft, die eigentlich nur aus Weißen bestand, da ist ein Schwarzer dabei gewesen, diese Rugby-Mannschaft hat geschafft, dass diese gespaltene Nation Südafrika mit 50 Millionen, dass die sich plötzlich hinter einem Ziel versammelt haben, nämlich dass die dieses Team supporten wollten. Das war so eine Vorbildsituation. Ich erzähle die Geschichte, wenn es darum geht, nach dem Motto, wie kann Sport in großem Maße Menschen zusammenbringen oder Grenzen überwinden. Das ist ein schönes Beispiel. Und das ist auch eine Form von Vorbildfunktion, die Sport hat. Und ich glaube, wenn jetzt Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, prominent oder nicht, wenn die eben ihrerseits signalisieren, wir stehen dazu, wir übernehmen unsere Verantwortung und wir lassen uns impfen, dann kann das ein Punkt sein, der auch diese Impfbereitschaft erhöht. Weil Sportlerinnen und Sportler sind Identifikationsfiguren. Das sehen wir bei Kindern, die dann das Trikot haben wollen oder die nur noch mit Schuhen einer bestimmten Marke spielen und so weiter und so fort. Was heißt auf der anderen Seite auch, dass man sich an diesen Sportlerinnen und Sportlern ein Stück weit orientiert. Und wenn kluge Leute, die es im Sport gibt, wenn die sagen, wir glauben, dass es vernünftig ist, sich impfen zu lassen, dann kann das auch Orientierung geben in Richtung der Sportinteressierten, die eben sagen, mich interessiert das und ich helfe mir so ein bisschen, indem ich mich an dem orientiere, was mein Lieblingssportler, meine Lieblingssportler ist. Ich hoffe, dass wir auch den Sport motiviert bekommen, sich da wirklich positiv einzubringen. So, wir sind eigentlich schon, wie vermutet, jetzt ein Ticken über die Zeit. Wir haben aber jetzt gesagt, wir machen noch bis 12 Uhr. Daher von mir, lieber Christoph, noch 2 kurze Abschlussfragen. Die eine, das fände ich ganz gut, um auch nochmal so ein bisschen zu erklären, wie denn auch der Hamburger Senat dann diskutiert. Jetzt haben wir ja die aktuelle Verordnung, die bis 18. April gültig ist. Heute ist der 11. Kannst du so ein bisschen erklären, wie ihr jetzt über die weiteren Möglichkeiten, Schritte diskutiert, respektive dabei liegt ja so ein bisschen jetzt auch auf unserem Spielfeld, also Metis und Main jetzt mit der möglichen Bundesverordnung, die wir aber auch erst noch beschließen müssen, ne? Aber das haben wir schon gemerkt, auch in vielen Fragen, wann und wie denn solche Öffnungs- oder weiteren Lockdown-Diskussionen geführt werden. Und dann die obligatorische Abschlussfrage, die Mädchen und ich uns immer stellen. Was machst du noch diesen Sonntag? Hast du schon Sport gemacht? Gehst du noch raus? Und wenn du jetzt noch eine Empfehlung geben sollen würdest, wo man noch 5 Kilometer schön heute bei Regen mit Gummistiefeln oder so eine Runde joggen kann. Ich weiß ja, wo du wohnst. Ich weiß, glaube ich, auch, wo du öfter mal joggen gehst, aber erzählst doch dem Rest auch noch. Oh, jetzt höre ich dich gerade nicht. Christoph, du musst dich einmal nochmal anschalten, bitte. Ja, man gewöhnt sich ja doch an diese neue Technik irgendwann. Nein, wie es weitergeht, wir müssen jetzt abwarten, was auf Bundesebene entschieden wird. Mein Eindruck ist, dass wir schon nochmal uns mit härteren Bedingungen
werden arrangieren müssen. Das ist mein Eindruck, also von dem, was man aus der öffentlichen Diskussion mitbekommt. Wir beschäftigen uns weiter schon mit Lockerungsschritten, also was man tun kann. Der Grundsatz, es gab ein paar Grundsätze, die weiterhin gültig sein werden. Und das heißt, Nummer eins, natürlich wird der Outdoor-Sport, der unter freiem Himmel, wird eher Lockerung erfahren können als der Indoor-Sport. Und ich glaube, das ist sogar unabhängig davon, wie ausgereift die Indoor-Konzepte mit Lüftung, mit Plexiglas und so weiter und so fort sind. Ich glaube, das werden die ersten Schritte sein, sprich Outdoor vor Indoor. Wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, dass die sogenannten vulnerablen oder besonders empfindlichen Gruppen, dass die weiter besonders im Fokus stehen. Das ist der Reha-Sport beispielsweise, also Rehabilitationssport, den wir auch in sehr begrenztem Maße wieder zulassen konnten. Das Gleiche gilt für den Kindersport. Und dann werden wir noch genauer gucken, welche Erfahrungen man macht, weil wir auch voneinander lernen. Das heißt, wir werden weiterhin genau gucken, welche Erfahrungen sind in vergleichbaren Städten gemacht worden. Wie geht das jetzt im Saarland weiter? War das zu mutig, diese Öffnung, die da vollzogen worden ist? Oder kann man das machen? Das heißt, wir werden genau hinsehen und dann, wie das in der Vergangenheit war mit den Stakeholderinnen und Stakeholdern, also Hamburger Sportbund, Sportjugend mit privaten Anbietern, mit dem Olympiastützpunkt, in der Spitzensport spielt sich im erheblichen Maße ja auch im Olympiastützpunkt. Das ist ja nicht nur Profifußball, werden wir mit dem beraten, was wir machen können. Und wir werden immer ehrlich sagen, dass wir machen gerade Experimente. Und es kann sein, dass wir Lockerung vollziehen, um 6 oder 7 Wochen später sagen zu müssen, das müssen wir wieder ein Stück weit zurückfahren, wie das bei der Gruppengröße Kinder gewesen ist. Es kann auch sein, dass wir sagen, hat sich bewährt, können wir so fortsetzen. Denn was eben wichtig ist, wir sprachen über das Thema Impfen, also je mehr die Impfkampagne weitergeht, je wärmer die Temperaturen draußen werden, das haben wir im letzten Jahr auch erlebt, also mit steigenden Temperaturen ist die Belastung runtergegangen, obwohl wir damals noch nicht mit Varianten zu kämpfen haben. Also das werden wir uns genau ansehen. Und ich persönlich, erlaubt mir eine persönliche Bemerkung, ich bin aus dem Alter raus, wo ich irgendetwas verspreche, was ich nicht selbst allein halten kann. Deshalb kann ich sagen, wir arbeiten sehr hart dran im Sportamt. Die Leute haben einen schwierigen Job. Die stehen einen sehr schmerzhaften Spagat, nämlich einerseits das Mögliche für den Hamburger Sport rauszuholen, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wir sind in einer Gesamtverantwortung, in einer Senatsverantwortung, was die Bekämpfung dieser Pandemie angeht. Und diesen Spagat werden wir aushalten müssen, mit der Hoffnung, dass wir wirklich eine positive Entwicklung hinbekommen, durch Impfung, durch Temperaturen, durch wissenschaftlichen, medizinischen Fortschritt und so weiter und so fort. Zum Thema, was machen wir denn noch so? Ich wohne in der Nähe des Eppendorfer Moors. Ich habe mir vorgenommen, heute Nachmittag nochmal, was weiß ich, die klassischen 5 Kilometer, also gute halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie ich lustig bin, zu laufen. Ich werde dafür, glaube ich, Gummistiefel brauchen, weil es relativ ordentlich geschüttet hat hier. Und wenn ich dann vom Laufen nach Hause komme, diese Empfehlung würde ich jedem geben. Es gibt aus dem Spiegel der letzten Woche eine Titelgeschichte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist eine Titelgeschichte, die darum geht, wie schlimm die Situation, in der wir gerade sind, eigentlich wirklich ist. Da wird so ein bisschen aufgeräumt mit dieser Theorie, es wird alles immer schlimmer, es wird immer furchtbarer, die Welt geht unter und so weiter. Und es ist dann am Beispiel von BioNTech, Pfizer, am Beispiel der Pandemie eben auch mal aufgeschüttet worden, so was wir alles möglich sind. Eine Kernaussage davon ist, dass wir in dieser herausfordernden Situation, in der wir alle sind, in allen Bereichen, in allen Segmenten des öffentlichen Lebens, dass wir eine Grundzuversicht brauchen, die uns dann eben auch die Energie gibt, mit dieser Situation klarzukommen. Da wünsche ich uns allen, dass wir optimistisch rangehen, wie die Rugby-Spieler von Südafrika, die dieses Finale 94 eigentlich gar nicht hätten gewinnen können. Wie St. Pauli, die sich jetzt gerade ärgern, dass sie nicht, was weiß ich, die Hinrunde so gespielt haben wie die Rückrunde, da wären die nämlich meilenweit auf dem ersten Platz. Also wir brauchen eine gewisse Zuversicht. Und den wünsche ich uns allen. Ansonsten fand ich das nett, dass ich eingeladen wurde. Wir fanden das mehr als nett, nämlich extrem informativ und hilfreich und mit ganz vielen Aussagen, die sehr gehört wurden, da bin ich mir sicher. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph, auch für diesen Appell, dass wir trotz der schwierigen Situation und auch der Betroffenheit und Genervtheit, die wir natürlich spüren, von der man auch selbst nicht ganz frei ist, ne, muss man auch sagen,
dass wir aber trotzdem wirklich zuversichtlich sein können. Und ich kann nur jeden empfehlen, der auch auf Twitter ist, dort sich wirklich anzugucken. Und das macht große Freude, wie diese Impfungen in Hamburg jetzt vorangehen. Das hat Metin gesagt, ne, wir sind jetzt bei den 70-Jährigen, die ab heute dürfen. Und es geht jeden Tag weiter. Und das ein kleiner Teaser zu nächster Woche. Dort wird es nämlich sehr wahrscheinlich nur um Impfen und um Corona gehen. Wir freuen uns nämlich sehr, dass unsere Gesundheit, Sozial, Arbeit, die ist noch, sag mal, Supersenatorin Melanie Leonard bei uns sein wird. Also könnt ihr euch alle schon mal merken, nächsten Sonntag um 11. Herzlichen Dank, Christoph. So, das war ganz toll. Mein letzter Satz, bevor alle weggehen, ja, nehmt das ernst. Alle über 70-Jährigen können jetzt einen Termin machen. Es ist tatsächlich so. Also nicht nur in meinem Wahlkreis, nicht nur in Doros Wahlkreis. Ja, alle in ganz Hamburg. Auf geht's, ruft da an, lasst da nicht keine Lücke in der Schlange. Ja? Also auf geht's, es ist Realität, es passiert. Also macht das. Also 1116, 1117 anrufen, das ist der Arztruf, oder auch auf die entsprechende Website gehen. Besorgt euch Termine, die wollen euch impfen. Genau. Christoph, viele Grüße, bis bald. Tschüss.